Guten Morgen, Signorina. Guten Morgen. Ciao, Franco. Na, alles im grünen Bereich? Alles, wie es sein soll. Ich muss nur die Temperatur hochfahren. Steht sofort zu Ihrer Verfügung. Guten Morgen, alles klar? Guten Morgen, Signorina Heckermann. Ja, danke. Wie sieht es aus? Du warst auf der richtigen Spur, Sylvia. Scheint die perfekte Mischung zu sein. Ah, na endlich. Dann haben wir es ja fast geschafft. Endlich eine gute Nachricht. Ich werde mal nachsehen, wie es bei Elisabeth läuft. Ja. Was ist denn hier los? Du bist noch nicht fertig? Es war schwerer, als ich dachte. Die K-Serie ist nicht gut geworden und ich musste alles nochmal machen. Aber du weißt, das Material muss morgen in Berlin sein. Ja, sicher, aber ich kann nichts dafür, dass es so lange dauert. Ich arbeite schon die ganze Nacht daran. Du musst heute Abend fertig sein. Wenn du was brauchst, ruf mich zu Hause an. Geht klar. Viel Erfolg. Wollen wir es hoffen. Guten Tag. Hallo. Guten Morgen, Signora Lovati. Oh, hallo. Ich dachte schon, Sie kommen überhaupt nicht mehr her. Was für ein wunderbarer Tag. Ich finde es furchtbar hier, wenn es regnet. Es ist so trist. Sie haben recht. Es ist ein herrlicher Tag. Sie können sich gern meine Gießkanne nehmen, wenn Sie möchten. Vielen Dank. Tut mir leid, wenn ich Sie störe. Eben sehe ich, dass mir der Tee ausgegangen ist. Unsere Nachbarn sind alle in den Ferien. Wir sind die Einzigen hier.
Würden Sie einem alten Witwer aus seiner Misere helfen? Kaffee ist Gift für meinen Magen. Aber natürlich, das mache ich doch gern. 2 oder 3 Löffelchen genügen mir voll auf. Ich hoffe, Sie mögen die Sorte. Mozart, welch ein Genie, nicht wahr? Da fällt mir meine Zeit in Wien ein. Oh, bitte, Signor Rossetti, seien Sie mir nicht böse, aber ich bin verabredet. Ich habe noch feuchte Haare und ich bin sehr, sehr spät dran. Tut mir sehr leid, dass ich Sie aufhalte. Wenn Sie mal irgendetwas brauchen, bitte zögern Sie nicht zu klingeln. Einen schönen Abend, sehr nett. Wir haben uns auch verändert, Roberto. Früher haben wir unsere Feinde gegessen, heute studieren wir Maschinenbau. Leider geht der Fortschritt nur langsam voran. Es herrscht noch immer viel Aberglaube in den Dörfern. Wir haben zu wenig Schulen und Krankenhäuser und das Wort des Medizinmanns ist Gesetz. Der Medizinmann ist Afrika. Und man muss den Kontinent gut kennen, bevor man darüber urteilt. Andy, du vergisst wohl, dass Robertos Arbeit ihn regelmäßig nach Afrika führt. Ich weiß, aber er wird trotzdem ein Weißer bleiben. Da fällt mir etwas Grausiges ein. Es gab da mal einen englischen Geologen. Er war mit mir zusammen in Kamerun. Er war so unklug, sich einen Medizinmann zum Feind zu machen. Eines Tages fand man ihn tot in seinem Zelt. Er war offenbar qualvoll gestorben. Die Behörden ließen ihn obduzieren und man fand kurze, spitze Katzenschnurrhaare. Sie müssen sich in die Magenwand gebohrt haben. Offenbar hatte er sie zu sich genommen. Aber niemand wusste wie. Eine recht einfache Spielart der afrikanischen Zauberkünste. Daran können Sie doch nicht glauben. Sie sind Professor an einer Universität. In jedem Winkel des Kontinents, ob es nun Dschungel, Savanne oder Dorf ist, an den Flüssen oder selbst in den Wolkenkratzern unserer modernsten Städte zieht eine uralte Angst mit den heißen Winden. Eine Angst, die man unter vielen Namen kennt. Schwarze Magie, Hexenkunst, Aberglaube, Ritual, mysteriöse Tode und Opferung von Menschen. Nicht nur in Afrika, das gibt es auch in Europa. Davon weiß zwar kaum jemand, aber es zieht seine Kreise. Aber solche Menschen sind nicht normal. Es gibt in unserem Land auch heute noch gewisse Kulte, von denen es heißt, dass sie Menschenopfer darbringen. Die Opfer wissen nichts von dem Schicksal, das ihnen zugedacht wurde. Dass sie erst langsam in den Wahnsinn getrieben und dann umgebracht werden, mit Hilfe teuflischer Mixturen und geheimer Rituale. Damit fordern die Jünger des Bösen die uralten Mächte heraus. Es erfordert jedoch Zeit und Geduld, dieses Werk zu vollenden. Das Ganze ist ein Kräftemessen zwischen dem Willen und dem Gewissen. Habe ich Ihnen Angst gemacht? Es war nur ein Scherz. Sie dürfen kein Wort von all dem glauben. Wir tun solche Dinge nicht mehr. Henry, warst du das? Marsch zurück ins Bett, junger Mann. Hörst du, was ich sage? Du willst doch nicht, dass ich böse werde. Also hopp, hopp. Wie spät ist es? 2:30. Wieso? 2:30 erst? Mhm. Komisch, das kommt mir so früh vor. Dann sind wir erst vor einer halben Stunde losgefahren. Kann ich heute Nacht hier bleiben? Wir müssen morgen beide ziemlich früh raus. Aber ich komme nicht mit morgen. Das ist leider völlig unmöglich. Ach, verdammt nochmal. Das gibt's doch nicht. Wir kennen uns schon fast 4 Monate und du hast ja noch keinen Tag freigenommen. Für dich existiert nur dieses verdammte Labor.
Das ist das dritte Mal, dass uns Andy zum Tennis einlädt. Du willst ihn noch nicht kränken, oder? Also manchmal verstehe ich dich echt nicht. Es ist fast so, als dürfte ich an deinem Leben nie wirklich teilhaben. Das ist doch Quatsch. Es hängt ziemlich viel davon ab, dass das Material morgen früh nach Berlin rausgeht. Zum Teufel mit dem Material. Als wärst du davon besessen, den verdammten Nobelpreis zu gewinnen. Dass du dich so aufregst wegen einer dummen Tennispartie. Also schön. Mach doch, was du willst. Ich ruf dich irgendwann wieder an. Gute Nacht. Gute Nacht. Signorina? Signorina Silvia? Machen Sie auf, es ist schon spät. Signorina? Carlotta! Ist es denn schon 21:30? Nein, Signorina, es ist Nachmittag, schon fast 4. Aber das ist doch unmöglich. Es ist 4:10, glauben Sie mir. Sie haben geschlafen wie eine Tote. Und ich habe sogar noch das Kleid an. Ha, das kommt davon, wenn man so spät nach Hause kommt. Warum hat mich Ihr Bruder nicht früher geweckt? Ach, das wollten wir ja. Wir haben mehrmals geklingelt, Luigi und ich. Dann dachten wir, Sie wären schon weggegangen. Aber Signorina Francesca sagte, sie wüsste genau, dass Sie noch da sind. Die Zeitungen lege ich Ihnen hier auf den Stuhl, ja? Ja, danke. Signorina, bitte laufen Sie nicht barfuß herum. Sie könnten sich verletzen. Das Bild ist runtergefallen. Hier liegen überall Scherben. Ich weiß, das war ich. Danke. Die genaue Zeit, es ist 16:01 Uhr. Du kannst wohl hell sehen, Francesca. Woher weißt du von meinem Streit mit Roberto? Ich stand gerade am Fenster, als ihr gekommen seid. Schon komisch, das ist mir noch nie passiert. Ich war sofort weg und ich habe geschlafen, bis Carlotta mich vorhin geweckt hat. Ich war sogar noch angezogen. Du arbeitest zu viel. Nimm dir mal frei und verbring Zeit mit Roberto. Ich weiß auch, wie du das wieder gut machen kannst. Sammelt er nicht Schmetterlinge? Ja, wieso? Ich habe da eine Idee. Lass dich überraschen. Was für göttliche Geschöpfe. Der ist hübsch. Ja. Ist jemand hier? Kann uns jemand bedienen? Seltsam, diesen Laden habe ich noch nie bemerkt. Tut mir leid, ich konnte meine Brille nicht finden. Bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gern einen Schmetterling. Das soll ein Geschenk für einen Sammler sein. Aha. Kann ich den mal sehen? Wundervoll, nicht wahr? Ja. In Ordnung, ich nehme ihn. Können Sie ihn als Geschenk einpacken? Sofort. Danke. Thank you.
Roberto! Roberto? Sie hat mich angestarrt. Wovon redest du, Liebes? Sie war da. Ich habe sie angesehen. Es ist niemand hier, Sylvia. Da saß eine Frau dort in dem Sessel. Nein, du bist wirklich ein bisschen mit den Nerven runter. Hier, das ist mein alter Morgenmantel, weiter nichts. Schön, dass du da bist. Der blöde Streit gestern tut mir leid. Ich will dich nicht verlieren. Du redest manchmal wie ein kleines Kind. Komm her. Küss mich. Ich hatte solche Angst. Mm-hmm.
Schlag nicht so hart auf. Ich habe ewig nicht gespielt. Keine Sorge. Ich bin auch nur blutiger Amateur. Ich bin froh, dass Francesca hier ist. Sie ist wirklich nett. Andy hat sehr hohe Ansprüche, was Menschen anbetrifft. Silvia? Ich bin schon völlig fertig. Er ist zu gut für mich. Sei so lieb und übernimm. Gute Idee, Silvia. Kommen Sie, bevor es zu heiß wird. Willst du nicht lieber? Nein, fang du an. Ich warte, bis er erschöpft ist. Dann machen wir ihn fertig. Francesca verdient einen schönen kalten Drink. Wie klingt das? Sehr schön. Es ist wirklich heiß heute. Was ist denn los? Ich habe den Griff angefasst und einen Stich gespürt. Seltsam, da steckt ein Nagel drin. Der hat sie gestochen. Ich kann nicht hinsehen. Ich kann kein Blut sehen. Schon gut. Geben Sie mir Ihre Hand. Sie hat sich wehgetan. Hey, jetzt sei nicht sauer. Ich kann doch nichts dafür. Ich muss heute zu einer Vorführung, das habe ich dir doch schon erzählt. Dieser Dokumentarfilm über geologische Forschung. Natürlich würde ich lieber mit dir ausgehen. Aber ich dachte, du wärst mit Francesca verabredet. Nein, sie trifft sich heute Abend mit Andy und Freunden von ihm. Ja, die haben sich ja schnell angefreundet. Hör mal, ich hole dich morgen von der Arbeit ab und wir fahren beide raus aufs Land. Ich habe da ein wunderbares Restaurant entdeckt. Du wirst begeistert sein. Natürlich. Du weißt, wie sehr. Jetzt träumen wir Schönes. Hast du mal Feuer für mich? Lieber Papa, ich bin jetzt in der 3. Klasse. Ich will keine Geschenke von dir. Ich will, dass du nach Hause kommst. Mama sagt, du musst noch lange Zeit auf See bleiben. Warum musst du uns immer so lange allein lassen? Der Mann aus dem Tierladen hat mir eine schwarze Katze geschenkt. Er kommt oft zu uns und geht mit mir und Mama aus. Aber wir gehen nie in den Zoo. Gestern hat Mama mit mir geschimpft, weil ich gesagt habe, dass ich den Mann nicht mag und dass er mir Angst macht.
Ist Silvia immer noch nicht da? Nein, ich habe ihr angerufen, aber keiner geht ran. Aber es ist fast 11. Wo steckt sie? Sie ist bestimmt schon unterwegs. Aber vielleicht ist sie krank. Dann würde sie doch ans Telefon gehen. Guten Morgen. Kann ich helfen? Ja, bitte. Ich suche die Vase, die da stand. Welche Vase? Sie war rosa, mit einer Blume drauf. Sie stand hier im Fenster. Da müssen Sie sich irren. So eine Vase habe ich nie gehabt. Tut mir leid. Das ist aber unmöglich. Sie stand immer da. Ich komme oft hier vorbei. Das müssen Sie verwechseln. Ich bin mir sicher, weil ich die Fenster immer selbst dekoriere. Vielleicht kann ich Ihnen etwas anderes zeigen. Signorina! Wie möchtest du dein Steak? Englisch, wie immer. Musst du wirklich morgen abreisen? Ja, leider. Es bleibt mir keine andere Wahl. Wohin schicken sie dich dieses Mal? Kapstadt. Da ist eine neue Schicht zu untersuchen. Vielleicht bekomme ich einige interessante Proben. Ich werde bloß eine Woche weg sein. Ich möchte nicht, dass du fährst. Bitte lass mich heute nicht allein. Ich will ganz nah bei dir sein. Ich will nicht allein schlafen. Signor Rossetti. Oh, Sie sind Signorina Heckermann. Haben Sie bitte ein Sekundchen Geduld. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oh. Sehen Sie. Das ist wunderbar. Langsam wird's. Immerhin ist es mein 220. Foto. Aber ich muss bekennen, die ersten waren alle unscharf. Sie müssen ein großer Tierfreund sein. Nur die Flusspferde mag ich. Ich bitte um Verzeihung, aber könnten Sie wohl die dunkle Brille absetzen? Das wäre sehr freundlich. Es macht mich nervös, mit jemandem zu sprechen, dessen Augen ich nicht sehe. Außerdem wäre es eine Sünde, solch wundervolle Augen zu verstecken. Unterrichten Sie nicht mehr, Signor Rossetti? Nein, ich bin seit einem Jahr im Ruhestand. Man hielt mich für zu alt. Seit dem Tod meiner lieben Frau ist mein Leben leider nicht mehr dasselbe. Ich weiß, was Sie meinen. Ich fühle mich auch oft sehr allein. Wie war es mit Ihrer Mutter? Woran ist sie gestorben? Ich weiß es kaum noch. Ich war sehr klein. Ich bin froh, dass Sie heute hier sind. Es kommt mir vor wie damals, als ich klein war. Ich ging mit Vater in den Zoo. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Jeden Sonntag, wenn er Landurlaub hatte. Wollen wir ein bisschen spazieren gehen? Nein, nicht wegdrehen. Kommen Sie, das Licht ist gerade so schön. Nein, ich sehe furchtbar aus. Ach, so ein Unsinn. Nicht wackeln jetzt. Ganz ruhig. Das wird doch perfekt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Luigi? Luigi! Oh, guten Abend, Signorina Heckermann. Oh, bevor Sie hinauffahren, das hätte ich fast vergessen. Da ist ein Päckchen für Sie gekommen. Von wem ist das? Das weiß ich nicht. Das hat meine Schwester angenommen, als ich unten war, um den Boiler zu putzen. Carlotta hat es mir vorhin gegeben, als sie nach Hause ging. Oh, warten Sie auf mich. Einen Moment bitte. Ich fahre auch mit. Hallo, Signora Accardini. Guten Abend. Och, nie ist Post für mich da. Keine Angst, Chopin. Signorina Heckermann wird dir bestimmt nichts tun. Sie ist eine Freundin. Guten Abend. Guten Abend, Signora. Das hätten wir geschafft. Ich hoffe, Sie sind nicht allergisch gegen Katzen, Signorina. Stellen Sie sich vor, gestern Abend hat sich ein Taxifahrer geweigert, mich mitzunehmen. Ich verstehe nicht, was manche Leute gegen die Tierchen haben. Wer ist da? Ich bin's, Francesca. Hallo. Lässt du mich rein? Klar. Bist du allein? Ist Roberto nicht hier? Er ist gestern Abend abgereist. Oh, eine hübsche Vase. Ja. Ist die neu? Ja, sie kam heute. Mutter hatte genauso eine. Sind die für mich? Andy hat mir die Blumen geschickt. Ist schon seltsam. Er hat mir 24 Rosen und 2 Lilien geschickt. Was das wohl soll? Es wird ihm bestimmt nichts ausmachen, wenn wir teilen, oder? Dankeschön, das ist sehr lieb von dir. Am besten stelle ich sie gleich ins Wasser. Ach du liebe Zeit, ich muss los, Kleines. Ich muss mich noch anziehen und bin wieder viel zu spät dran. Ciao. Ciao. Und danke nochmal für die Blumen.
Ist mein Foto fertig? Das ist mir sehr peinlich, aber das Bild ist verschwunden. Ich habe das ganze Geschäft abgesucht, aber ich kann es nirgends finden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist mir ein Rätsel. Aber das kann unmöglich wahr sein. Wieso geben Sie mir mein Bild nicht wieder? Vielleicht hat es jemand anders für Sie abgeholt und vergessen es Ihnen zu sagen. Ich will mein Foto wieder haben. Geben Sie es mir wieder. Signorina, regen Sie sich nicht Lassen auf. Lassen Sie mich nicht an! Ich weiß nicht. Ein paar Freunde kommen zum Essen und ich wollte dich dazu einladen. Du musst da mal raus. Und wenn du ein bisschen früher kommst, kannst du mir beim Kochen helfen. Aber Roberto ist verreist. Och, dazu brauchst du doch Roberto nicht. Du kannst doch ohne ihn Spaß haben. Ja, aber ich habe heute einfach keine Lust wegzugehen. Wieso nicht? Dann muss ich mich erst in Schale werfen und Make-up auflegen. Keine Widerrede, wir sehen uns nachher. Und mach dich hübsch, hörst du? Ciao. Ich gebe zu, das jagt mir Schauer über den Rücken. Sie ist erstaunlich. Ich hätte nie geglaubt, dass sie aus einem Foto so viel herauslesen kann. Außer einigen Kleinigkeiten trifft alles, was sie gesagt hat, absolut zu. Wollen wir nicht sehen, ob sie bei Ihnen ebenso empfänglich ist, Signorina Heckermann? Nein, nicht so gern. Versuch du es, Francesca. Das hätte keinen Sinn. Wir haben das schon zu oft getan. Orchidea liest in mir schon wie in einem Buch. Ich habe nur noch Kraft für eine Person. Also wollen wir beginnen? Es ist doch nur ein Spiel, Sylvia. Haben Sie keine Angst. Geben Sie mir Ihre Hand. Die linke Hand. Ja. Ich kann fühlen, dass Sie Angst haben. Entspannen Sie sich. Lassen Sie sich treiben. Ja, so ist es gut. Versuchen Sie an gar nichts zu denken. Ich brauche einen Gegenstand, gleichgültig was. Etwas, das Sie schon lange besitzen. Etwas, das Ihnen viel bedeutet. Ich habe so etwas nicht. Wie wäre es denn mit einer kleinen Puppe? Los, hol sie. Sie ist doch immer in deiner Handtasche. Signor Rossetti ist gegangen. Er nimmt den Zug an die Küste am frühen Morgen und hat uns gebeten, dir gute Nacht zu sagen. Haben Sie sie gefunden? Geben Sie sie mir. Schließen Sie die Augen, Sylvia. Was ist das? Überall herrscht Dunkelheit. Das Boot, es fährt hinaus. Ich sehe Wasser. Da ist überall nur Wasser. Der Wind wird zum Sturm. Und ich sehe einen Mann, der gegen die Wellen ankämpft. Und er ruft laut: Sylvia! 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 Und jetzt sehe ich ihn versinken. Sehe, wie er in die Tiefe sinkt, wie ihn das Meer verschlingt.
Es ist Ihr Vater, Sylvia. Ihr Vater. Der Seetang hat sich bereits um seinen Körper gelegt und etwas frisst an ihm. Sie haben die Augen geöffnet, das sehe ich. Wenn Ihre Augen geöffnet sind, kann ich weder Ihre Gedanken sehen noch Ihre Vergangenheit. Ich möchte aufhören. Ich ertrage das nicht. Sie können jetzt nicht aufhören. Es ist zu gefährlich. Schließen Sie die Augen. Nun kann ich Sie sehen, als Sie ein Kind waren. Ich sehe einen Mann in Ihrem Haus. Er ist nicht Ihr Vater. Sie haben Angst vor diesem Mann. Oh, was ist das? Was ist passiert? Etwas Schreckliches, ich kann es nicht sehen. Der Mann, den das kleine Mädchen fürchtet, ist verschwunden. Und nun sehe ich ihre Mutter dort im Haus. Ihre Mutter hängt eine Fahne an dem Balkon. Und das kleine Kind. Nein, Sylvia, tu das nicht! Der Mann wird dich verfolgen für den Rest deines Lebens. Nein, nicht. Nein. Aufhören! Schluss damit! Ich hasse euch! Ich hasse euch alle! Wir sollten gehen. Es ist später, als ich dachte. Sie werden sicher schon warten.
Wer ist da? Geklingelt. Ich friere. Ich will endlich rein. Du kannst nicht hierbleiben, weißt du, wie spät es ist? So kleine Mädchen sollten längst zu Hause und im Bett sein. Und wieso sind deine Haare klatschnass? Du wolltest, dass ich komme, Sylvia. Woher weißt du meinen Namen? Was hast du denn mit dem Bild gemacht? Da wird Mama bestimmt wieder böse sein. Du gehst jetzt lieber. Dein Papa und deine Mama suchen sich schon. Es hat keinen Sinn, jemanden anzurufen. Bitte geh jetzt. Bitte geh nach Hause. Geh endlich. Ich bin müde. Ich möchte schlafen gehen. Los, verschwinde. Hörst du nicht? Die ist aber schön. Wo hast du die denn her? Das ist meine. Damit spiele ich am liebsten. Ich hatte genauso eine. Seltsam. Der Arm ist abgebrochen. Das gehört mir. Woher hast du die? Los, gib sie mir! Nein, du bist schon zu groß dafür! Was willst du denn damit? Du bist zu groß! Francesca! Francesca! Was ist passiert? Sie müssen sie wegschicken. Ich habe Angst vor ihr. Ihn wegschicken? Wer ist denn da? Es ist...
Es ist ein kleines Mädchen. Ein schreckliches Mädchen. Sie will einfach nicht gehen. Ein kleines Mädchen? Ja. Schon gut, nicht weinen. Ich kümmere mich darum. Überlassen Sie das mir. Hm? Nein, nicht dort. Sie ist im Wohnzimmer. Es ist kein Mensch hier, Signorina. Überzeugen Sie sich selbst. Hier ist nichts, wovor Sie Angst haben müssten. Sehen Sie sich um. Es ist bestimmt kein kleines Mädchen hier. Das ist aber unmöglich. Es war ein Albtraum, Signorina. Ist doch kein Wunder bei diesem Sturm. Sehen Sie, sie hat mich gebissen. Tut mir sehr leid, aber ich kann nichts sehen. Sie haben wohl recht. Es war wohl nur ein Traum, aber es kam mir so echt vor. Tut mir leid, Sie bemüht zu haben. So ein Unsinn. Ich freue mich doch, wenn ich helfen kann. Sie könnten meine Tochter sein, Signorina. Und jetzt gehen Sie schön schlafen und verschwenden keinen Gedanken mehr daran. Da ist Blut auf Ihrem Schuh. Oh, nicht schon wieder. Noch ein paar neue Schuhe auf Anhieb ruiniert. Diese alte Nase fängt oft an zu bluten, wenn es regnet. Schon seit ich ein Kind war. Also nicht mehr träumen. Schlafen Sie gut. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Kitty, Kitty, Kitty. Kitty, 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 Kitty. Kitty, 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 Kitty. Ach, wo versteckt ihr euch wieder? Nun kommt schon heraus. Kitty, 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 Kitty. Kitty, 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 Kitty. Wo habt ihr euch wieder verkrochen? Ich weiß, es ist spät, aber ich werde euch doch nie vergessen. Habe ich neulich noch mit ihr gesprochen.
Ich wollte ihr die Post draufbringen, aber sie hat nicht aufgemacht. Aber wie ist denn das passiert? Ich weiß es nicht, das steht noch nicht fest. Das arme Ding muss plötzlich umgefallen sein. Weiß es ihre Familie schon? Na, sie hatte keine Familie. Sie hat mir mal erzählt, dass sie allein steht. Und ihre Schwester hat sie gefunden? Carlotta ging rauf, um sauber zu machen. Sie betrat das Badezimmer und da lag sie. Es war grauenvoll für Carlotta, grauenvoll. Ach, das muss ein furchtbarer Schock gewesen sein. Sie war ja noch so jung. Wovon reden Sie beide? Oh, Signorina. Oh, es ist ja so schrecklich. Was ist passiert? Wir können es alle noch gar nicht fassen. Natürlich war es ein tragischer Unfall. Sie ist tot, Signorina. Sie ist schon im Leichenschauhaus. Wer ist tot? Von wem reden Sie bitte? Francesca. Carlotta fand sie vor etwa einer Stunde in der Wanne. Sie muss da bereits seit gestern Abend gelegen haben. Sie war natürlich völlig nackt. Man nimmt an, dass sie wohl zu heiß gebadet hat. Und dann ist sie vermutlich ohnmächtig geworden. Und ihr Herz hat das nicht ausgehalten. Aber niemand weiß es genau. Sie war ja ganz allein in der Wohnung. Was für eine furchtbare Tragödie. Nicht wahr? Signorina, Sie brauchen nicht aufzugehen. Die Wohnung ist zugesperrt. Sie haben sie bereits weggebracht. Signorina! So überrascht? Ich konnte schon eher zurückfliegen. Francesca ist tot. Ich weiß. Es ist schrecklich. Ich wusste nicht, dass sie ein schwaches Herz hatte. Ich habe solche Angst. Es ist so viel Schreckliches passiert. Jetzt wird alles gut, Schatz. Der Augenblick ist gekommen. Nehmen wir Abschied. Oft auch jetzt noch heim, Alice, die unterm Himmel geht, nie mehr gesehen, im Traum nur mein. Chor von Kindern hier und dort, ernst das Auge, gespannt das Ohr, lauscht auch jetzt noch meinem Wort. In ein Wunderland versetzt, durch die Tage träumend hin, durch die Sommer träumend jetzt. Eingewiegt am Ufersaum, leis auf Fahrt im goldenen Strom. Leben, bist du nicht nur Traum?
Entschuldigung. Ja? Haben Sie Blaubeermarmelade? Klar. Ich will alles, was Sie haben. In Ordnung. Und das ist alles? Das sind die letzten beiden Blaubeere, aber ich habe andere Sorten, wenn Sie mögen. Nein. Verzeihung? Sie haben noch nicht bezahlt. Oh, tut mir leid. Guten Morgen. Tut mir leid, wenn ich störe. Habe ich Sie etwa geweckt? Nein, was wollen Sie? Chopin ist verschwunden. Ich wollte fragen, ob Sie ihn gesehen haben. Wen gesehen? Chopin, meinen schwarzen Kater. Er ist gestern Abend weggelaufen. Er ist zurzeit rollig. Ich ertrage den Gedanken nicht, dass er sich mit einer dieser Straßenkatzen verabschiedet. Nein, tut mir leid. Ich habe das Vieh nicht gesehen. Aber, hier verlieren Sie alle den Verstand. Chopin? Chopin, wo steckst du nur? Komm zurück zu Mama, hörst du? Lass die verlausten Kätzchen in Ruhe. Chopin! Wo hast du die herbekommen? Die habe ich von zu Hause. Zu Hause? Wo wohnst du denn? Du weißt doch genau, wo ich wohne. Via Cavalier da Pino. Was? Via Cavalier da Pino, Nummer 5. Das weißt du doch. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Wieso hast du die mitgebracht? Was soll das? Weil ich doch ab heute bei dir wohne. Nein. Du weißt, es wird so sein. Wieso hast du sonst meine Lieblingsmarmelade für mich gekauft? Willst du dein Geschenk nicht sehen? Es liegt auf dem Boden der Schachtel. Ich habe mir wirklich viel Mühe damit gegeben. Das hättest du nicht tun sollen. Ich wollte schon immer so eine schwarze Katze haben. Wir lassen ihn ausstopfen. Dann sieht er immer so aus, als ob er lebendig wäre. Hör zu, teilst du bitte allen mit, dass ich eine Woche wegfahre und du nicht weißt, wo ich bin? Das ist sehr nett. Vielen Dank. Ciao. Sie sagt, sie kommt erst in einer Woche zurück. Aber sie klang sehr merkwürdig. Ja, ist gut. Der Chef sagt, das können wir machen. Es wird eine Weile dauern, so 2 oder 3 Wochen. So lange? Geht's nicht vielleicht ein bisschen früher? Ich weiß nicht. Es ist August und es ist viel Arbeit liegen geblieben. Aber wir tun unser Möglichstes. Oh, Signorina, Sie müssen leider eine Anzahlung leisten. Tut mir leid, aber es kommt oft vor, dass Sachen nicht abgeholt werden. Ich habe aber gar kein Geld dabei. Ich wusste nicht, dass ich welches brauche. Dann hinterlassen Sie einfach Name und Adresse. Mhm.
Hier. Danke. Wir rufen Sie am besten an. Schreiben Sie Ihre Nummer auf. Wir haben gar kein Telefon. Einen Augenblick bitte. Ich bin gleich wieder da. Hm. Silvia. Die kleine Silvia. Silvia Hackerman. Weißt du nicht mehr, wer ich bin? Ja. Sie sind Nicola. Wieso gibst du diese Adresse an? Du weißt doch, dass da keiner mehr wohnt. Und lauf doch nicht weg! Geh wieder nach vorne, ich brauch dich hier nicht. Und nun das Wetter. Auffrischender Wind aus Nordwest, Stärke 4. Zumeist weiterhin sonniges und trockenes Wetter. Nur vereinzelt einige Wolkenfelder aus Richtung Adria, die in Küstennähe Regen und Gewitter bringen können. Haben Sie sich endlich überlegt, wo Sie hinwollen? Via Cavalier d'Arpino Nummer 5. Das ist hinter dem Botanischen Garten. Thank you.
Silvia. Nein! Du hast gedacht, in deinem alten Zimmer wärst du sicher. Aber du irrst dich. Deine Mutter kann dich nicht mehr beschützen. Dafür hast du selbst gesorgt. Ist doch so. Mörderisches kleines Biest. Es war ein furchtbarer Tod, aufgespießt von den Spitzen des Eingangstors. Jetzt bekommst du, was du verdienst, du kleine Schlampe. Jetzt wirst du aufgespießt. Ja. Schrei ruhig. Schrei. Niemand hört dich hier. Na, wie ist das? Ist das schön? Ist das... Silvia, Gott, hast du mich erschreckt. Was machst du hier? Es ist fast 3 Uhr früh. Ich wollte dich sehen, Roberto. Ich konnte nicht nach Hause. Was ist denn wieder los? Da war dieser Mann. Er ist tot. Ich habe ihn erschlagen. Ist das wieder so eine Wahnvorstellung? Da drin liegt er, in meinem alten Kinderzimmer. Hier drin, sagst du? Hier liegt kein toter Silvia. Hörst du? Hier ist niemand. Los, komm rein. Überzeug dich selbst. Wo soll der Mann sein, den du getötet hast? Was wolltest du überhaupt hier? Das ist mein Haus. Hörst du das? Silvia wartet bereits. Sie ist zurückgekommen. Hör auf damit. Ich habe genug von diesen Verrücktheiten.
Los, komm, ich bringe dich nach Hause. Die Hände weg, ich gehöre dir nicht. Ich gehöre keinem. Nur was wir tun, ist gut. Alle anderen sind böse. Und sie wollen uns wehtun. Nur was wir tun, ist gut. Nur was wir tun, ist gut. Silvia! Hör bitte auf! Du musst dich doch noch fertig machen. Silvia. Wo bist du gewesen? Warum hast du mich allein gelassen? Das darfst du nie wieder tun. Heute Abend musst du besonders schön aussehen, Silvia. Es ist ein wichtiger Tag. Die ganze Stadt wird herkommen. Das wird wundervoll. Ab heute sage ich dir, was du machen musst. Gehen wir, wir haben zu tun. Ja. Das Murmeltier schläft schon wieder, sagte der Hutmacher und goss ihm etwas heißen Tee auf die Nase. Das Murmeltier schüttelte den Kopf und sagte, ohne die Augen aufzutun, ja, freilich, freilich, das wollte ich eben auch bemerken. Hast du das Rätsel schon geraten, wollte der Hutmacher wissen und wandte sich dabei an Alice. Was ist die Antwort? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, antwortete der Hutmacher. Wir können das Spiel gar nicht spielen, Silvia. Der verrückte Hutmacher fehlt. Hallo.
Was gibt es denn so Wichtiges? Du bist der Einzige, der noch fehlt. Heute ist ein besonderer Tag. Ich habe ein paar Freunde eingeladen. Ich gebe eine kleine Tee. Endlich können wir anfangen. Du bist der verrückte Hutmacher. Das Murmeltier schläft schon wieder, sagte der verrückte Hutmacher und goss ihm etwas heißen Tee auf die Nase. Silvia, warte auf mich. Hörst du auch die Musik? Ich möchte das Orchester sehen. Kommst du mit?